Das ist das neue iPhone 13 Pro. Es hat ein super flüssiges 120 Hertz Display, ein komplett überarbeitetes Triple-Kamera-System, den schnellsten Prozessor, den es je in einem Smartphone gab, und der Akku hält auch länger als bisher. Das Ding muss man einfach haben, oder? Naja, es gibt ein Problem. Mit 1149 Euro für die kleinste Speicheroption würde ich das Teil nicht gerade als günstig bezeichnen. Die Max-Variante fängt sogar erst bei 1249 an. Ein normales iPhone 13 ist da ganze 350 Euro günstiger, ein Mini sogar 450. Es kann also durchaus lohnenswert sein, sich in aller Ruhe zu überlegen, welches Modell eigentlich das Richtige für einen ist. Ich habe in den letzten Tagen die Chance gab, mit allen vier ein bisschen Zeit zu verbringen. Und was ich so rausgefunden habe, darüber quatschen wir nach dem Intro. Außerdem gibt es dank Rhino Shield wieder mal die Möglichkeit, eins von vier neuen iPhone 13 zu gewinnen. Also bleibt dafür auch auf jeden Fall dran. Viel Spaß! Okay, Leute, damit das gleich alles Sinn ergibt, müssen wir die vier neuen iPhones erstmal in zwei Camps unterteilen. Das normale Camp mit dem iPhone 13 und iPhone 13 Mini und das Pro Camp mit dem 13 Pro und dem 13 Pro Max. Innerhalb eines Camps sind bis auf ein paar Kleinigkeiten alle Features und Spezifikationen identisch, was bedeutet, dass man sich in beiden Fällen komplett frei zwischen zwei Display-Diagonalen entscheiden kann. Ich denke, dass die meisten mit 6,1 Zoll am besten klarkommen werden. Es ist einfach die goldene Mitte und deswegen auch gleich zweimal im Lineup vertreten. Gerade mit dem kantigen Design liegt die Größe super griffig in der Hand und bietet auch echt genügend Platz auf dem Display. Das 13 Mini ist damit 5,4 Zoll schon deutlich kompakter. Es passt in jede noch so kleine Hosentasche, ist ein richtiger Handschmeichler und macht es einem einfach, alles ohne Umgreifen mit dem Daumen zu erreichen. In einem so winzigen Formfaktor gleichzeitig auch so viel High-End-Technik mit an Bord zu haben, ist im Smartphone-Markt einmalig. Da kann man es auch verkraften, wenn Webseiten, Instagram-Feeds und YouTube-Videos kleiner angezeigt werden. So richtig eng wird es eigentlich nur beim Tippen auf der geschrumpften Tastatur. Dateien bearbeiten ist auch ein bisschen fummelig. Und beim Zocken verdeckt man gerne gleich den halben Bildschirm. Die bei allen Modellen jetzt noch besser klingenden Stereo-Lautsprecher sind in dem kleinen Gehäuse logischerweise auch minimal leiser. Wer da das Maximum will, sollte vielleicht doch eher zum Pro Max greifen. Das hat die besten Speaker, die es je in einem iPhone gab. Außerdem sind 6,7 Zoll unglaublich viel Display. Videos schauen, Bilder oder Dokumente bearbeiten, zocken. Mit so viel Platz geht alles ganz bequem, solange man dafür zwei Hände benutzt. Ernsthaft, unterschätzt bitte nicht, was das Ding für ein massiver Klopper ist. Ich freue mich ja sehr darüber, dass Apple den kantigen Rahmen auch in dieser Generation wieder in jedem Modell mit an Bord hat, weil er nicht nur cool aussieht, sondern das Display auch aus so gut wie allen Winkeln vor Brüchen schützt. Trotzdem macht er das iPhone auf der Größe sperriger, als es sein müsste. Für viele wird es kein Dealbreaker sein, ich wollte es aber trotzdem mal erwähnt haben. Displaygrößen sind im Endeffekt ja sowieso Geschmackssache, genau wie Design. Ich denke, mittlerweile haben alle mitbekommen, dass Apple da nichts großartig verändert hat. Trotzdem gibt es ein paar erwähnenswerte Unterschiede. Als erstes fällt auf, dass die Notch kleiner geworden ist, weil Apple den Ohrhörer an die obere Kante hochgedrückt hat. Das sorgt bei allen Modellen für mehr Platz in den Display-Ecken, aber beim 13 Mini fällt das am stärksten ins Gewicht. Leider ist die Notch aber nicht nur schmaler, sondern auch minimal tiefer geworden. Meistens merkt man das nicht, es sei denn, man schaut gerne YouTube-Videos mit 18:9 Seitenverhältnis. Da hat man dann nämlich eine Kerbe im Video, die gerade so winzig ist, dass man sie kaum sieht, aber doch groß genug, um irgendwie zu nerven. Bei Mini ist es sogar noch stärker, nur das Max ist von dem Problem verschont worden. Abgesehen von der neuen Anordnung ist die Technik hinter der Notch aber immer noch dieselbe. Das ist nicht weiter tragisch, weil Face ID auch bisher schon der sicherste Gesichtsscanner im Smartphone-Markt war und auch nachts problemlos funktioniert. Allerdings hilft das alles nichts, wenn man eine Maske aufhat, die das Gesicht verdeckt. Da muss man dann nämlich doch seinen Code eingeben oder das Handy mit der Apple Watch entsperren. Nicht gerade die beste Lösung, ein Fingerabdruckscanner im Display oder Powerbutton wäre da deutlich praktischer gewesen und hätte Apple theoretisch sogar erlaubt, die Notch komplett loszuwerden. Auf der Rückseite fallen vor allem die neuen Kameramodule ins Auge. Beim 13 und 13 Mini sind die Linsen jetzt diagonal angeordnet
und stehen auch etwas weiter aus dem Gehäuse heraus. Das ist aber noch nichts im Vergleich zu den Pro-Modellen, denn dort hat Apple gefühlt Wolkenkratzer auf die Rückseite gepackt. So einen fetten Kamerablock gab es bisher noch nie beim iPhone, aber das hat auch gute Gründe, dazu später mehr. Der Aufpreis zum Pro macht sich auch bei der Materialwahl bemerkbar. Man bekommt mattes Glas hinten, der Rahmen ist aus Hochglanz-Edelstahl. Das wirkt, wie der Name schon vermuten lässt, sehr edel, zerkratzt aber auch leichter und zieht Fingerabdrücke an wie nichts Zweites. Da ist der Aluminiumrahmen vom 13 und 13 Mini deutlich entspannter drauf. Außerdem wiegt er auch weniger, was die Handys gerade in Kombination mit dem kleineren Kamerasystem spürbar leichter macht. Generell sehen sie auch weniger fragil aus und die Farben sollte man auch nicht vergessen. Rosé ist komplett neu, das Blau wurde heller, Product Red ist endlich wieder ein richtig saftiges Candyrot, Weiß wurde zum wärmeren Polarstern und Schwarz wurde zum etwas kühleren Mitternacht. Beim Pro bleiben Silber, Graphit und Gold identisch zum letzten Jahr. Sierra Blau ist da also die einzige neue Farbe. Macht aber nichts, denn die sieht sehr schick aus. I like! Aber genug von außen bestaunt, jetzt schauen wir mal ins Innere, denn bei der Technik gibt es dieses Jahr zwischen den Modellen mehr Unterschiede als je zuvor, angefangen beim Display. Apple setzt auch dieses Jahr wieder bei allen neuen iPhones auf OLED-Panels, was für tolle Farben und knackige Kontraste sorgt. Die Pixeldichte liegt ebenfalls wie bei den 12ern durch die Bank weg bei rund 460 ppi, also muss man sich bei der Schärfe auch nirgendwo Gedanken machen. Genaueres Hinsehen lohnt sich aber bei der Helligkeit. 1200 Nits war bisher der Spitzenwert im iPhone 12 und daran ändert sich auch beim 13er nichts. Allerdings bekommt man den nur beim Ansehen von HDR-Content in kleinen, besonders hellen Bereichen im Bild. Die Helligkeit, die beim normalen Benutzen fürs ganze Display gilt, hat sich aber verbessert. Statt 625 gibt es jetzt 800 Nits und es sieht man auch sofort. Die Pro-Modelle schaffen sogar 1000 Nits in einem Overboost-Modus, der sich automatisch bei starker Sonne aktiviert. Und sie unterstützen jetzt endlich ProMotion, also eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue, denn diese Kombi ist ein Match made in heaven. iOS ist von Natur aus ein flottes Betriebssystem voller smoother Animation und die jetzt deutlich flüssiger erleben zu können, ist ein Traum. Das 13 Pro fühlt sich deutlich schneller und leistungsfähiger an als jedes iPhone davor. Man scrollt durch Feeds wie Butter und auch Gaming ist in noch flüssiger, noch geiler. Das macht einen großen Unterschied zum normalen 13 und 13 Mini, die nach wie vor mit 60 Hertz laufen und war für mich persönlich auch der ausschlaggebende Grund, dieses Jahr auf ein Pro-Modell umzusteigen. Meine Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass es viele Menschen gibt, die ein flüssigeres Display nicht mal erkennen, wenn man ihm den direkten Vergleich vor die Nase hält. Ich weiß auch nicht. Die Wahrnehmung von sowas scheint einfach sehr unterschiedlich zu sein. Von daher möchte ich euch ans Herz legen, die Geräte mal selbst in einem Laden oder bei Freunden auszuprobieren, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie wichtig euch ProMotion ist. Aber warum kam das Feature eigentlich erst jetzt? Nun, es gibt drei verschiedene Wege, über die man sowas umsetzen kann. Der erste wäre ein 120 Hertz Panel zu verbauen, das dann auch konstant vom Prozessor mit 120 Hertz befeuert wird. So haben es die ersten Android-Smartphones mit dem Feature gemacht, leider verbraucht das aber auch eine Menge Strom. Deswegen sind die Hersteller irgendwann dazu übergegangen, auf Betriebssystemebene nur noch dann mehr Bilder pro Sekunde auszurechnen, wenn man sie auch wirklich braucht. Allerdings liefen die Displays trotzdem weiterhin konstant mit 120 Hertz. Und genau das wird bei der dritten Methode behoben, bei der zusätzlich auch noch LTPO-Panels zum Einsatz kommen, die die Fähigkeit haben, ihre Bildwiederholrate auf Hardware-Ebene anzupassen. Letztes Jahr haben wir die Dinger in immer mehr Smartphones gesehen und dieses Jahr stecken sie auch endlich im iPhone 13 Pro. Coolerweise verbrauchen sie dort sogar weniger Strom als die 60 Hertz Panels im normalen iPhone 13, weil sie nicht nur auf 120 Hertz hoch, sondern sogar auf 10 Hertz runtertakten können. Was bedeutet, dass das iPhone 13 Pro beim Anzeigen von Standbildern
nur ein Sechstel so oft sein Display aktualisieren muss wie bisher. Da fällt es kaum ins Gewicht, wenn es zwischendrin für schnelles Scrollen auch mal doppelt so viel wird, zumal das Umschalten auch echt schnell passiert. Sobald das iPhone über den Touchscreen auch nur die Präsenz eines Fingers registriert, werden sofort alle Regler auf 120 Hertz hochgedonnert und sobald die Bewegungen auf dem Bildschirm langsamer werden, geht auch die Framerate parallel mit runter. Kompromissloser hätte Apple ProMotion auf dem iPhone einfach nicht umsetzen können und dementsprechend verzeihe ich die Wartezeit auch gerne. 3, 2, 1. On its face. Geschützt werden die Displays auch dieses Jahr wieder mit Ceramic Shield Glas, das in Drop-Tests einen sehr stabilen Eindruck hinterlässt und laut Apple sogar viermal bruchsicherer sein soll als das aus den iPhone 11 Modellen. Das ist beruhigend zu wissen, wer sich darauf aber nicht verlassen möchte, sollte sich trotzdem zusätzlichen Schutz organisieren. Zum Beispiel von Rhino Shield, mit denen Jonah, Jonas und ich dieses Jahr auch wieder vier neue iPhones eurer Wahl an euch verlosen. Ich kann die Hüllen und Folien von denen nur empfehlen, weil man sie für faire Preise bekommt, mit vorgefertigten oder eigenen Designs komplett individuell anpassen kann und sie auch einfach erstaunlich viel aushalten. Also so einen Sturz hätte das Handy ohne Rhino Shield eher nicht überlebt. Einen Freundschaftspreis gibt's natürlich auch, einfach den Code Felix13 benutzen und schon spart ihr 13% auf die ganze Bestellung. Aber was ist denn jetzt mit dem Gewinnspiel? Nun, um mitzumachen, müsst ihr einfach nur die Instagram-Seite von Rhino Shield Deutschland besuchen und unter dem Bild von Jonah, Jonas und mir kommentieren, welches Feature ihr bei den neuen iPhones am meisten feiert. Und das war's auch schon. Ich habe zwar gehört, dass es zumindest nicht schaden kann, auch unsere drei YouTube-Kanäle und Rhino Shield auf Instagram zu abonnieren, aber an sich müsst ihr dann nur noch warten, bis in zwei Wochen vier Gewinner zufällig ausgelost und über Instagram kontaktiert werden. Ich wünsche euch viel Glück und sag nochmal Danke an Rhino Shield, dass sie solche Aktionen möglich machen. Für jede neue iPhone-Generation gibt's auch einen neuen Apple-eigenen Smartphone-Prozessor. Das ist mittlerweile seit über 10 Jahren so und auch in Zeiten der Chipknappheit hat Apple es sich nicht nehmen lassen, an dieser Tradition festzuhalten. Der A15 bringt zwar viele kleine Veränderungen mit sich, basiert grundsätzlich aber noch auf derselben Architektur wie der A14 und wird auch wieder in einem 5-Nanometer-Prozess gefertigt. Das ist an sich logischerweise noch kein automatisches Rezept für mehr Performance, trotzdem hat Apple durch eine höhere Taktrate nochmal 20% mehr CPU und GPU aus dem Ding rauskitzeln können. Es sei denn, man entscheidet sich für ein Pro-Modell, denn zum ersten Mal in Apples Geschichte haben nicht alle neuen iPhones denselben Prozessor verbaut. Es ist zwar auch ein A15, allerdings mit zusätzlichem GPU-Kern. Das 13 Pro kommt dadurch sogar auf 50% mehr Grafikpower als sein Vorgänger. Ziemlich cool, meine Kaufentscheidung würde ich davon aber trotzdem nicht abhängig machen, denn egal ob mit 4 oder 5 GPU-Kern, der A15 ist auch dieses Jahr wieder der schnellste Smartphone-Prozessor auf dem Markt. Nur der verbaute Arbeitsspeicher sieht zumindest auf dem Papier nach wie vor eher schwach aus. 6 GB gibt's bei den Pros, beim 13 und 13 Mini sogar nur 4. Dadurch kann man bei den teureren iPhones technisch gesehen auch mehr Apps gleichzeitig offen haben. Dank dem guten iOS RAM-Management ist es aber mit allen Modellen möglich, auch mal ein bisschen exzessiveres Multitasking an den Tag zu legen. Eine der spannendsten Entwicklungen beim A15 sind für mich aber auch die neuen Video-N- und Decoder, die zusammen mit der neuen Display-Steuerung dafür sorgen, dass Videos schauen deutlich stromsparender wird. Apple hat sich sowieso dazu entschlossen, alle neuen iPhones minimal dicker zu machen, um auch überall größere Akkus verbauen zu können, aber richtig starke Verbesserungen in der Laufzeit bekommt man besonders dann hin, wenn gleichzeitig ganze Prozesse deutlich effizienter werden. Während das iPhone 12 und 12 Pro noch ca. 11 Stunden am Stück Videos aus dem Netz streamen konnten, schafft das iPhone 13 dank dem A15 ganze 4 Stunden mehr. Das 13 Pro toppt das aber nochmal mit stolzen 20 Stunden, weil es noch zusätzlich in der Lage ist, sein LTPO-Display auf die Framerate des Videos umzustellen, statt immer alles aufwendig auf 60 Hertz hochzurechnen. Aber auch bei gemischter Alltagsnutzung hat sich der Akku echt gut gemacht. Mit dem 13 und 13 Pro kommt man wieder richtig entspannt durch den Tag, während das Max sogar die beste Akkulaufzeit hat, die es je in einem iPhone gab. Wenn du schon immer mal ein Apple-Telefon haben wolltest, das gefühlt ewig hält,
Das ist genau das. Am spannendsten fand ich die Entwicklung aber bei Mini. Ein winziges High-End-Smartphone macht nämlich nur Spaß, wenn der Akku nicht auch winzig ist. Und genau das war wohl letztes Jahr beim 12 Mini so ein bisschen der Fall. Das 13 Mini ist zwar immer noch das iPhone 13 mit der schlechtesten Laufzeit, aber dank den Verbesserungen wird der Akku jetzt deutlich seltener zu einem Problem. Und wenn doch, muss man halt einen Weg finden aufzuladen. Zum Beispiel über MagSafe, Apples Wireless-Charging-System mit Magneten. Ich nutze das Ganze jetzt schon ein knappes Jahr im iPhone 12 und muss sagen, dass es sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Es gefällt mir zum Beispiel, nicht mehr nachschauen zu müssen, ob ich mein Handy wirklich sauber auf die Ladefläche gelegt habe. Das Festsnappen auf der Rückseite und die dazugehörige Animation sind gefährlich befriedigend und so schmerzhaft es ist, es zuzugeben, ich feier auch diese ganze MagSafe Battery Pack Geschichte. Klar, kabelgebundene Powerbanks haben schnellere Ladegeschwindigkeiten, mehr Kapazität, sind effizienter, somit auch umweltschonender und besonders im Vergleich zu Apples eigenem Angebot auch deutlich günstiger. Aber trotzdem hat es einfach was, spontan so einen kleinen Rucksack magnetisch an sein Handy klatschen zu können, um doch noch länger Strom zu haben. Dennoch wirkt MagSafe an vielen Stellen wie ein unschöner Kompromiss. Die Magneten sind so schwach, dass Apple jetzt eine neue Version von ihrer Geldbörse rausbringen musste, die euch sagen kann, wo sie vom iPhone abgefallen ist. Stärkere Magneten wären aber auch keine Option, weil schon die jetzigen bei Ladeschalen in Autos dafür sorgen können, dass der Akku nicht sauber auflädt oder unnötig warm wird. Im Endeffekt ist Laden übers Kabel also immer noch die beste und günstigste Option. Leider passiert auch das bei Apple weder über USB-C noch in schnell. Oppo, OnePlus oder Xiaomi zeigen, was da eigentlich möglich wäre. Jetzt müssen wir aber mal noch über die Kameras sprechen, denn bei denen gab es noch nie so viele Unterschiede zwischen den Modellen wie dieses Jahr. Ich meine, sieht das für euch nach demselben System aus? Nein, tut es nicht und tatsächlich sind auch alle 5 Kamerasensoren unterschiedlich und andere als letztes Jahr. Also fange ich am besten einfach mal an, das für euch auseinander zu puzzeln. Also, bei der Hauptkamera haben das 13 und 13 Mini ein dickes Upgrade auf einen größeren, aktiv stabilisierten 12-Megapixel-Sensor bekommen, der 47% mehr Licht auffassen kann. Dadurch bekommt man sehr schöne Aufnahmen mit verhältnismäßig viel natürlichem Bokeh, am meisten profitiert aber der Nachtmodus. Auf der einen Seite durch etwas schönere Ergebnisse, aber besonders durch kürzere Belichtungszeiten. Das 13 Pro und Pro Max legen da aber nochmal eine Schippe drauf. Der neue Sensor dort ist noch größer und kann mit Hilfe einer f1.5 Blende mehr als doppelt so viel Licht auffangen wie bisher. So ein riesiges System, alleine schon von der physischen Größe her, in einem Handy zu haben, ist schon ziemlich krass und auch hier sehen die Ergebnisse klasse aus, sowohl bei Tag mit dem ganzen natürlichen Bokeh als auch bei Nacht. Beim Ultraweitwinkel ist die Story dieselbe. Überall gibt es neue Sensoren mit besserer Lowlight-Performance, bei den Pro-Modellen gibt es aber zusätzlich noch eine offenere Blende und ein Autofokus-System. In den meisten Fällen braucht man das nicht unbedingt, weil sich die Tiefenunschärfe beim Ultraweitwinkel sowieso eher in Grenzen hält, aber wenn man mal näher an etwas heran möchte, geht das mit dieser Kamera extrem gut. Man kann richtig nah heran, bis auf 2 cm um genau zu sein, was solche Shots hier möglich macht. Noch besser als die Ergebnisse hat mir aber die Umsetzung gefallen. Wenn man die Kamera-App öffnet und näher an ein Objekt herangeht, wechselt das iPhone automatisch auf eine gecroppte Ansicht vom Ultraweitwinkel, so dass es sich anfühlt, als wäre auch die Hauptkamera makrofähig. Und wenn man doch Bock aufs volle Sichtfeld hat, kann man einfach herauszoomen. Das ist super intuitiv, kann aber auch nerven, wenn man das stärkere natürliche Bokeh vom riesigen Hauptsensor für Close-Ups benutzt. Nutzen will, zumal man auch nie transparent angezeigt bekommt, auf welcher Linse man gerade fotografiert. So ein ähnliches Problem gibt es auch bei der dritten Kamera, die man nur bei den Pro-Modellen findet. Es ist ein neuer Dreifach-Zoom, der eine wunderschöne Brennweite für Porträtbilder abgibt und für mehr Details sorgt, wenn man mal näher an etwas heranzoomen will. Leider hat die Linse mit einer f2.8 Blende aber nicht gerade das optimale Setup für schlechteres Licht verpasst bekommen. Um dem entgegenzuwirken,
wirken, gibt es jetzt auch hier Unterstützung für den Nachtmodus und wenn alle Stricke reißen, wechselt Apple auch gerne mal auf eine gecroppte Ansicht der Hauptkamera. Aber auch das kann man nicht im Display sehen, sondern erst, wenn man seine Finger vor die Linse hält. Die Selfie-Kamera ist übrigens bei allen iPhones dieselbe wie letztes Jahr und anders als das Apple Pro RAW Bildformat, was ein Pro-exklusives Feature für mehr Freiheit in der Nachbearbeitung ist, werden auch die neuen Fotostyles überall unterstützt. Das ist eine ziemlich coole Funktion, mit der man Bildpräferenzen wie ich mag meine Bilder kontrastreicher oder ich mag meine Bilder etwas wärmer einstellen kann. Anders als bei einem nachträglich draufgeklatschten Filter wird das dann schon beim Schießen des Fotos von Anfang an mit in die Bildverarbeitung einbezogen. Ziemlich nice. Noch verrückter wird's aber, wenn man sich die neuen iPhones mal aus der Sicht eines Filmmakers anschaut. Das iPhone war schon immer stark im Videomodus, aber dieses Jahr wurde gerade der nochmal aufs nächste Level gehoben. Das 13 und 13 Mini profitieren hier noch mehr von der verbesserten Lowlight-Performance auf beiden Kameras. Außerdem kann man Dolby Vision HDR jetzt auch in 60 FPS aufnehmen, wer mag auch mit der Frontkamera. Das sieht unglaublich gut aus, war bisher aber nur den Pro-Modellen vorbehalten. Und wo wir gerade schon bei den Pros sind, die legen auch hier nochmal eine Schippe drauf. Die neuen Sensoren können ja noch mehr Licht einfangen und weil es beim Film natürlich keinen Nachtmodus gibt, merkt man das auch deutlicher als bei Fotos. Außerdem machen der Autofokus im Weitwinkel und die Zoom-Kamera das System nur noch flexibler. Ich meine, welche Perspektive kann man mit dem 13 Pro denn nicht aufnehmen? Klar, die meisten Shots macht man mit der Hauptkamera, aber eine totale mit dem Ultraweitwinkel geht auch. Oder eine nähere Einstellung mit der Telelinse. Man kann sogar Makro-Weitwinkel-Shots in 4K 60 FPS machen. WTF! Ich habe genau dafür ein Schnorchelobjektiv im Studio, das alleine schon mehr kostet als ein voll ausgestattetes 13 Pro Max und es schnalle ich dann auf meine Sony A7 S3, ein wahres Lowlight-Monster, aber die Ergebnisse sehen nicht unbedingt besser aus als das, was man da aus dem iPhone zieht. Und das Ding passt in meine Hosentasche. Apples großer Wurf soll dieses Jahr aber der neue Cinematic-Video-Modus sein, der einen tiefen Effekt wie bei Porträtfotos auch zum Filmen ermöglicht. Das Wichtigste direkt vorweg, dieser Modus ist in jedem iPhone 13 verfügbar, sowohl hinten als auch vorne, was die Funktion theoretisch auch zum Vloggen benutzbar macht. Die Pro-Modelle können ihn zwar zusätzlich auf der Zoom-Linse verwenden und dank den größeren Sensoren schwächeln sie auch etwas später bei schlechterem Licht, aber ansonsten gibt es keine Unterschiede. Für die Tiefenerkennung wird nämlich die Neural Engine vom A15 mit Bildern aus mehreren Kameras gefüttert, leider wird nicht mal benutzt. Finde ich sehr cool, denn für Nachtporträts und einige extra Features im AR-Bereich ist dieser Pro-exklusive Sensor notwendig, hier aber zum Glück nicht. Jeder iPhone 13 Käufer kann den Kinomodus ausprobieren und ich denke, das will auch jeder, denn zumindest bei der offiziellen Vorstellung sahen die Ergebnisse super beeindruckend aus. Der Hintergrund war immer perfekt ausgeschnitten, das iPhone entscheidet ständig intelligent, wo eigentlich genau der Fokus liegen soll, führt smoothe Fokusverlagerungen automatisch durch und wenn sie einem doch nicht passen, kann man alles, sogar die Stärke des Bokehs, noch im Nachhinein anpassen. In der echten Welt funktionieren zumindest die Features auch tatsächlich ziemlich gut, allerdings ist das mit der Kantenerkennung so eine Sache. Ähnlich wie bei Porträtbildern werden die Ergebnisse bei Menschen oft noch am saubersten, weil man die notwendige KI dafür am einfachsten trainieren kann. Tiere und Objekte hingegen kommen in allen Größen und Formen, da kann es schon mal passieren, dass der A15 nicht so genau weiß, was er mit denen machen soll und selbst wenn er es weiß, entsteht gerne mal so ein kleiner Glow entlang der Kanten. Außerdem kann der Kinomodus nur in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. 30, nicht 24. Der Kinomodus.
Trotzdem hat mir das alles im Großen und Ganzen echt gut gefallen. Wenn man sich langsam an die Limitierungen rantastet, kann man super kreative Aufnahmen hinbekommen und das Film selbst macht auch echt viel Spaß, weil die Bedienung wirklich intuitiv gemacht wurde. Immerhin ist aus dem Porträtmodus, der 2016 nicht mehr als eine interessante Spielerei war, auch ein Killer-Feature geworden, auf das heute kein Hersteller mehr verzichtet. Wahrscheinlich habt ihr schon im Laufe des Videos gemerkt, aber ja, ich mag die neuen iPhones. Klar, sie sind nicht perfekt, ein Fingerabdrucksensor, ein Always-On-Display und USB-C sind so Dinge, die ich mir immer noch sehr wünsche. Aber abgesehen davon hat Apple alle wichtigen Bauteile des Handys verbessert und das sind großartige Neuigkeiten für alle, die jetzt sowieso ein Apple-Telefon kaufen wollten. Also, welches ist das Richtige? Das Mini ist ziemlich einzigartig. Es gibt auf dem gesamten Smartphone-Markt kein Gerät in der Größe, das solche High-End-Specs mit sich bringt und zusammen mit der verbesserten Kamera und dem verbesserten Akku ist das Ding auch interessanter als je zuvor. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es vielen zu klein sein wird und dementsprechend stellt Apple das Modell wahrscheinlich auch nach diesem Jahr wieder ein. Das normale iPhone 13 wird dafür deutlich mehr Leute die richtige Wahl sein, denn gerade mit den Verbesserungen ist es ein Smartphone, das einem einfach alle Essentials bietet, das sehr, sehr verlässlich ist und top einen schönen Formfaktor hat und eine Menge bunte Farben, also da findet eigentlich jeder was, was einem gefällt. Der Star der Show ist aber ganz eindeutig das iPhone 13 Pro, denn es gibt dieses Jahr mehr Gründe als je zuvor, sich für ein Pro-Modell zu entscheiden. Wir haben ein 120-Hertz-Display mit an Bord, das super flüssig aussieht und durch sein cleveres Design auch noch dabei hilft, den ohnehin besser gewordenen Akku noch besser zu machen. Wir haben ein Triple-Kamera-System mit an Bord mit einer Makrolinse und einer zusätzlichen Zoom-Linse, die Hauptkamera einen größeren Sensor, ist noch besser in Lowlight. Der Prozessor hat nochmal einen extra Grafikkern, also man bekommt hier einiges, nicht unbedingt Dinge, die man braucht, aber Dinge, die man sehr genießen kann und deswegen gefällt mir das Ding so gut. Und dann gibt es noch das Max, quasi das 13 Pro für die Leute, die gerne ein kleines iPad in der Hosentasche rumtragen. Aber was wäre eigentlich eure Wahl? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein und wenn ihr da gerade dabei seid, könnt ihr mir auch gerne ein bisschen Feedback zu diesem Video dalassen oder dafür die Bewertungsfunktion nutzen. Da freue ich mich auf jeden Fall wie immer sehr. Vergesst auch nicht beim Gewinnspiel mitzumachen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin, ciao!